besondere Ausstellung mit Katharina Brosse hier oben. Es ist bereits unsere 5. Ausstellung und ich würde sagen, die Meisterschaft wächst und wächst. Und ich freue mich sehr, dass du, Elisabeth, über die Arbeit sprechen wirst. Du bist einerseits Künstlerin, du bist Philosophin, du bist Anthropologin, du hast Doktorat, du hast Magister und weißt was alles. Und, aber du hast irgendetwas, was ich glaube, dass, worüber nicht unbedingt die anderen, die ich jetzt schon kenne, die Texte geschrieben haben, davon gibt es sehr gute und viele bereits, das ist doch mal eine andere Ebene. Und das war eigentlich auch der Grund, wieso ich dich gebeten habe, ob du mich zu diesem Werk sprechen wolltest. Und hast auch Katharina, kennst du auch. Und ich wollte auch vielleicht noch sagen, dass Katharina im letzten Jahr eben sich vor allem mit der Malerei beschäftigt hat und eigentlich so eine Art Sabbatical gemacht hat. Und das spürt man schon sehr. Und Elisabeth, darf ich dich bitten? Dankeschön. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute ein paar Worte zu Ihren Arbeiten, die Sie hier in dieser Galerie zeigt, sprechen darf, aber auch überhaupt über Ihr Werk sprechen darf. Sie ist eine bedeutende Künstlerin, sie ist eine von mir hochgeschätzte Kollegin. Sie hat eine singuläre Position und sie exziliert in einiger Hinsicht, und darüber möchte ich kurz sprechen. Sehr viele von euch, nehme ich an, hatten die Gelegenheit, eine ihrer großen Installationen zu sehen, eine ihrer großen installativen Bilder zu sehen, eine ihrer ausgedehnten Bilder, verräumlichen Bilder zu sehen, die Begegnungen zwischen Malerei und Architektur darstellen, inszenieren, die also die Besucher mehr oder weniger einhüllen, die ganz großen Arbeiten, also die unter die Kategorie des Sublimen gehören. Das ist übrigens keine Kategorie, die bedeutet, dass die Sinne, also im Sinne der Psychoanalyse, abgezogen werden zugunsten einer, sag ich mal, Umwertung der Libido, sondern ganz im Gegenteil. Das sind Arbeiten, ästhetische Erfahrungen, die so großmaßstäblich sind, dass sie den Betrachter erinnern an seine Verkörperung. Also dass eigentlich die, also sagen, unsere sinnliche Wahrnehmung auf extreme Weise engagiert wird, affiziert von diesen Arbeiten. Also Katharina Dross ist eine Künstlerin, die das kann. Das heißt, die also als Frau wohlgemerkt eine solche Art von Ausdehnungswilligkeit hat, also für die ganz, ganz große Maßstäblichkeit. Das heißt, sie ist eigentlich eine, also wie ein Kollege von mir sie genannt hat, eine In-Situ-Vandalin. Also das wird auch als Vandalismus bezeichnet, was sie da macht, nämlich großmaßstäbliche vandalistische Kunstwerke, wo sie natürlich etwas macht, was vorher nicht so klar war, dass nämlich die Malerei oder die Architektur siegt. Also dass die Malerei sich nicht unterordnet unter die Architektur, sondern die Malerei siegt. Und das tut also Katharina Brosse, indem sie sozusagen sich ein Bild macht oder eine sich orientiert in der Situation und dann zu Werke geht mit ihrer Düse, also mit ihrer Spitzpistole. Das heißt, also sie hat auch ein ganz bestimmtes Verfahren, also was man nicht sofort als malerisches Verfahren sehen würde und was eher vielleicht in die moderne Street Art oder Graffiti-Kunst oder so etwas einordnet, dass eine Frau mit Riesenbombola, die also dann die ganzen Gegenden eben überzieht oder zumindest mit dem Willen an die Sache rangeht, großmaßstäbliche Arbeiten zu machen. Das heißt, sie ist auch keine Malerin in dem alten Sinn, sondern in einem neuen Sinn Malerin. Das heißt, sie hat neue Mittel, die sie einsetzt, sie hat aber auch neue, wie soll ich sagen, medialen Konstellationen, innerhalb derer sie sich bewähren muss, wie zum Beispiel eben das digitale Bild, der Film und so weiter. Also da muss die Malerei sich natürlich was Neues ausdenken. Und ich würde sagen, dass sie also eine wesentliche Rolle spielt in diesem Punkt, dass die Malerei einerseits abgezogen wird von den Trägermedien und auf neue Weise wieder mit ihnen verbunden. Das ist ja diese alte kunsthistorische Diskussion, die von Greenberg und Krause geführt worden ist. Also was ist jetzt da eigentlich die Malerei? Das heißt, was bedeutet das eigentlich, wenn diese In-Situ-Vandalin, also die sozusagen von Site-Specific Art Piece zum nächsten eilt, also so als Nomadin, was bedeutet das eigentlich, wenn sie so eine Ausstellung macht, wie wir sie heute hier sehen? Also lauter Bilder, Tafelbilder, die ganz klassisch gerahmt sind, also im Guggenheim-Rahmen, Großformatik hier hängen. Also das ist irgendwie ganz was anderes als das, was sie in diesen von mir nun eben nochmal in Erinnerung gebrachten großen Arbeiten
gemacht hat. Aber ich habe eher das Gefühl, es ist so, dass die selbst exilierte Vandalin in ihren Site-Specific Nomadismus macht immer Pieces, die an Ort und Stelle bleiben. Sie geht weg, ja, und dann werden die gelöscht. Spielt auch in ihrer Arbeit eine ganz große Rolle, und in dem wunderschönen Katalog, den sie mit Lob gemacht hat, spielt die Löschung, also auch in Bezug auf den Text, eine ganz große Rolle, also sozusagen die Herstellung und die Löschung. Aber in dem Moment, wo die Malerin an Ort und Stelle bleibt, macht sie mobile Kunstwerke, und das sind diese da. Also das heißt, man kann das Ganze auch umkehren. Also wenn sie dann endlich mal zu Hause ist, dann macht sie so transportable Wände, das sind eben dann diese Pieces, in denen sie sozusagen das nochmal versucht zu kondensieren, was sie eigentlich über diesen ganzen Weg dieser Erfahrung, die sie gemacht hat, in ihren Site-Specific Actions zusammenfasst. Das heißt, sie lässt wieder die Farbe so in den Raum gehen, also in den Farbnebel, die sie versprüht, füllt sie den Raum und lässt eben diese Farbmaterie kondensieren an der Wand. Das heißt, sie hat auch mal gemeint, es ist eigentlich wie eine Entwicklungstätigkeit, dass man macht sozusagen einen Farbnebel und man hält dann eigentlich eine geeignete objektartige Sache hinein, und dann kondensiert das und da entsteht das Bild. Das ist irgendwie wie ein Farbbad oder sowas. Wie im Farbbad entstehen die Gegenstände und das Bild gleichzeitig. Und dieses Verfahren ist natürlich in diesen Bildern auch nochmal zu fühlen, zu spüren, wie sie, also auch diese großen Formate hält, und sonst ist es ganz klar. Und wie sie auch versucht, die Räumlichkeit, die sozusagen ihre, also eine wichtige Erfahrungskategorie ist in ihrer, in ihren Site-Specific Arbeiten, wie sie die versucht, jetzt in diesen mobilen Wänden irgendwie nochmal zu haben, indem sie mit den Schablonen arbeitet. Sie sehen ja, wie da die Schablonen gemacht sind. Das heißt, wenn ich mit der Schablone arbeite, habe ich erstmal einen Raum und einen Teilraumentzug oder Flächenentzug. Also so und so viel entzogene Fläche. Das heißt, wenn ich in einem Raum stehe, habe ich immer eine vor mir eine Fläche und hinter mir eine entzogene Fläche. Und das kann ich so machen, indem ich, oder das kann ich sozusagen verbinden in der Malerei, indem ich mit Schablonen arbeite, die mir sozusagen immer Teil meines Bildes verdecken, und dadurch entstehen, wenn ich die Schablonen dann wegnehme und woanders hinsetze oder sie am Ende überhaupt entferne, entstehen Überlagerungen, also Mehrfachbilder. Das sieht aus wie gestaffelt oder gestapelt, sozusagen mehrfach übereinandergelegte Versuche. Also das Bild daran zu erinnern, dass es aus dem Raum kommt. Das ist vielleicht ganz wichtig, ja, weil das ist natürlich eine Diskussion, die jetzt auch geführt wird über diese Arbeit. Ist es so gebunden an diese Site-Specificity, oder ist es so eine theoretische Falle, die man sich von der dann nicht mehr lösen könnte? Nein, es ist ganz anders. Also in diesen Bildern ist sozusagen eine Erfahrung sozusagen nochmal kondensiert. Und die bei sich zu Hause arbeitende Künstlerin macht eben diese mobilen Arbeiten. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.